Ich würde gerne etwas über Color Fonts erzählen. Ich bin hier auf der Webseite colorfonts.wtf. Dort wird eigentlich alles erklärt. Also bis jetzt hatten wir ja eigentlich diese Standard-Vektorfonts, die man kennt. Jetzt gibt es Color-Vektorfonts und Color-Bitmap-Fonts. Das wird unten nachher wunderbar erklärt. Hier ein paar Beispiele, was es alles gibt. Dann wird wirklich erklärt, was nochmal SVG ist und so weiter. Dann, was spannend ist, eigentlich ist nur in den neueren Windows-Betriebssystemen alles integriert. Also auf Mac kann man nur Bitmap benutzen, ebenso auf Android oder iOS. Und was heißt das jetzt? Oder? Das wird da relativ gut erklärt. Vektorfonts sind natürlich wirklich skalierbare Fonts und Bitmap-Fonts sind eigentlich Bilder. Ja. Und jetzt, wo kann ich das wirklich brauchen? Und das ist sehr spannend. Photoshop und Illustrator geht gut. Ich zeige das dann in Illustrator. Diese gehen so mediummäßig und was nicht geht, ist InDesign und auch die Affinity-Programme. Also auch wieder ein bisschen speziell, dass es in Illustrator geht, in InDesign noch nicht. Das wird aber sicher dann auch mal noch geändert werden. Bei den Browsern ist es auch genau gleich. Edge geht, Firefox, das sehen Sie, die anderen eher nicht. Ich habe hier mal ein paar dieser Fonts, die ich hier gratis runterladen kann. Wenn Sie hier draufklicken, können Sie diese gratis herunterladen zum Testen. Sind nicht alle gratis und man sieht hier auch, wenn ich hier draufklicke, gibt es dann noch ganz, ganz verschiedene Fonts, die Sie sich hier auch kaufen können. Also wenn Sie zum Beispiel ein bestimmtes Projekt haben und der Font passt jetzt wirklich genau dazu, dann könnte man sich das überlegen. Der hier kostet jetzt 8 Dollar und man sieht da, was man machen kann. Wie das ungefähr aussieht. Gut, ich wechsle mal jetzt in den Illustrator. Ich habe mir, wie gesagt, diese Fonts heruntergeladen. Hier nochmals die Webseite colorfonts.wtf. Und haben wir mal den ersten Font hier. Dieser heißt Avalon und das ist ein ganz normaler Font. Sie können hier hinein, können das löschen. Geht natürlich, Sie können alles tippen, was Sie möchten, funktioniert. Zweiter Font, den ich habe, ist dieser. Der sieht so ein bisschen aus. Da hat es auch zum Teil Alternativen. Ich kann dieses i oder dieses i nehmen, je nach Schrift. Ich erkläre das nachher. Aber Sie können jetzt nicht zum Beispiel umfärben und sagen, ich möchte den blau anstatt grün, also diese anstatt rot. Also diese Schrift ist jetzt so. Und wenn man da jetzt hineinzoomt, sieht man das, dass das da eine feine Linie hat, wie das so gemacht wird. Dann nächster Font ist dieser Font, mit dem beschäftigen wir uns dann ein bisschen mehr. Dann der Font funktioniert und auch noch dieser Font. Gut, wenn ich jetzt in die Glyphen gehe, sehe ich je nach Font, was es jetzt gibt. Ich gehe hier mal ein bisschen kleiner. Dieser Font ist noch nicht fertig, der wird weiterentwickelt. Also ich habe so eine Zwischenversion herunterkopiert. Das ist alles fertig. Vielleicht ist es auch Gratis- und Kaufversion. Dann, wenn ich einfach da hineingehe, sehe ich das. Hier könnte ich wieder ein bisschen größer gehen. Das sind so Wasserfarbenbuchstaben. Da gibt es sehr wenige. Genau gleich bei diesem Font. Da gibt es einfach diese Buchstaben in dieser Form und in diesen Farben. Dann hat es hier einen zweifarbigen Font. Da sieht man, hat es schon wieder mehrere Sachen. Eben, was ist Ihnen wichtig? Welche Buchstaben, Kombinationen? Und natürlich gibt es auch solche Fonts. Also wenn ich da jetzt zum Beispiel drauf gehe, kann ich hier unten umschalten. Ich kann dieses machen. Leider funktioniert das eben bei Adobe nicht so gut. Ich muss immer wieder raus. Jetzt ist es blau-rot oder gelb-grün oder noch das pinkig-grüne. Also das sieht man hier auch wieder, wenn Sie hier drauf sind. Sie können auch hier hineinklicken bei diesem A und dann würden Sie das da sehen.
bei jedem Buchstaben, was es hat, es hat immer so drei Kombinationen. Das ist so ein Font. Gut, wenn Sie jetzt den Font anwählen, können das ganz normal, können Sie hier den Font auswählen und Sie sehen sofort, was da passiert. Also wenn ich da jetzt drauf bin, ich gehe hier hin, mache da einen anderen Font draus, dann funktioniert das. Das geht genau gleich, wie Sie das bis anhin kennen. Funktioniert sehr gut. Ich glaube, für gewisse Projekte ist das sicher spannend. Adobe gibt Gratis-Fonts ab und eben diese Webseite. Ich gehe nochmals zurück auf diese Webseite. Hier sind wir gestartet. Noch eins zurück. Okay, dann haben wir das hier angeschaut, eben die Fonts, die es gibt. Wenn Sie möchten, können Sie sich hier registrieren, dann bekommen Sie eben den Newsletter. Und hier hat es auch noch ein Tool. Schauen Sie sich das mal an, es ist noch spannend gemacht, dieses Video. Mit Font Self, das etwa 49 Dollar kostet, können Sie solche Fonts auch selber erstellen, im Illustrator zum Beispiel. Und es wird wirklich sehr gut erklärt, wie man das macht. Schauen Sie sich das Ganze mal an. Ich glaube, Colafonts könnte etwas sein, das uns in Zukunft für gewisse Produkte oder gewisse Projekte auch weiterhin verfolgen wird.